So, mein Name ist Hamadou Tikpama. Ich bin Referent bei AGAPI. AGAPI ist die Landeszusammensetzung von den kommunalen Integrationsbeiräten in Bayern. Meine Tätigkeit ist als Referent für die Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit in Bayern. Genau, also ich sitze also Corona-bedingt seit über 4 Monaten in Ouagadougou, in der Hauptstadt von Burkina Faso. Genau, ansonsten hätte ich sehr, sehr, sehr gerne live bei euch, also Präsenz bei euch sein. Aber ja, die Flüge, die internationalen Flüge gehen doch nicht. Und deswegen trotzdem bedanke ich mich, dass ich die Möglichkeit habe, ja, online es teilnehmen zu dürfen. Also ich bin seit 2002 als Geflüchteter nach Deutschland gekommen. Es war damals eine sehr, sehr schwierige Situation. Vielleicht habt einige von euch die Medien, über die Medien erfahren, was in Burkina Faso hier gelaufen ist. Wir haben 27 Jahre Diktatur in Burkina Faso hier gehabt. Zum Glück ist es 2014 durch einen Volksaufstand zu Ende. Aber ja, ich will einfach sagen, dass wir haben sehr schwer gehabt in diesen 27 Jahren Diktatur und bin einer der Opfer, die damals das Land verlassen musste. Weil, also ich war als Student damals nicht in politischen Parteien organisiert, aber wir waren die führenden Köpfe der Studentenbewegung in Burkina Faso und haben nicht angesehen, dass wir einfach tatenlos zuschauen, dass unsere Zukunft abgespielt werden. Deswegen waren wir damals aktiv, die viele von meinen MitstreiterInnen das Leben gekostet hat und schließlich, dass ja, einige von uns, wie ich, im Ausland fliehen müssen. Also ich habe in Deutschland, ja, als ich angekommen bin, auch nicht leicht gehabt. Wir haben von hier aus in den Ländern, wie hier in Afrika, in Burkina Faso, immer über die Menschenrechte in Europa gehört, den Respekt von den Menschenrechten gehört, die Demokratie in den Ländern Europas gehört. Ja, es war ein Schock für mich, als ich in Deutschland angekommen bin und merke, in welchem Zustand ich als Geflüchteter leben musste. Wenn über die Rechte der Menschen gesprochen wird, ich hoffe, dass es nicht nur für bestimmte Menschen vorgesehen wurde oder wird. Ich habe 9 Jahre lang in Deutschland gegen die Abschiebung gekämpft. Das heißt, ich habe 9 Jahre in Deutschland mit dem Status der Duldung gelebt. Ich habe 6 Jahre lang in einem Asyllager gelebt in München und in Landsberg am Lech. Also ja, ich habe sozusagen die Asylkarriere, die ist durchziehen musste, war ein bisschen lang. 2011, also Ende 2010, Anfang 2011, habe ich meinen Aufenthalt gekriegt. Erstmal nicht unbefristet. Und es ist erst 2013, dass ich eine Niederlassungserlaubnis gekriegt habe. Also das heißt, von 2002, erst 2013 konnte ich einen sicheren Aufenthalt in Deutschland haben. Und ich hatte in München gewohnt, beziehungsweise ich wohne immer noch in München. In Burkina Faso bin ich eigentlich für Familienbesuch Anfang März gekommen. Und ja, wegen der Situation von Corona komme ich nicht mehr weg und sitze ich seitdem hier fest. Aber ich arbeite Homeoffice von hier aus. Also, ja, ich war ja unter 30 auf jeden Fall damals. Und ich habe, ja, den Rassismus-Erfahrung als Geflüchteter habe ich in mehrfacher Hinsicht erleben müssen. Erstmal, ja, den Alltag-Rassismus, den wir tagtäglich begegnen, sei es auf der Straße oder in bestimmten Einrichtungen, selbst im Ankaufen reinzukommen. Man merkt sozusagen bestimmte Bemerkungen, Sprüche, die wir hören,
aber nichts was dagegen tun können. Und natürlich, und dann kommt natürlich den institutionellen, strukturellen Teil, die wir damit konfrontiert sind, nämlich die Gesetze, die uns sozusagen als Geflüchteten stigmatisieren. Damals zum Beispiel war, ich durfte zum Beispiel den München nicht verlassen, ohne Genehmigung. Ich habe nach 3 Monaten war ich in Landsberg am Lech, also diesem kleinen Stadt, um nicht als Dorf zu sagen, durfte ich hier nicht verlassen, ohne Genehmigung. Habe ich aber immer auch zum Landratsamt gegangen, Ausländerbehörde gegangen und Genehmigung zu holen. Auch da heißt es, ne, es bedeutet nicht, dass sie jeden Tag oder immer eine Genehmigung bekommen können. Also das war eine Art ein Gefängnisleben. Also auf jeden Fall das Gefühl, mein Leben, das ich damals hatte, ist einfach ein Gefängnisleben. Auch so in einem Lagerleben, im Container. Das war im Containerlager, wo ich gelebt habe. Also in München und auch in Landsberg war auch Containerlager. Und mit großen Zaune und mit Security am Eingang. Und ab 22 Uhr keinen Besuch bekommen konnten und so weiter und so fort. Also ja, den institutionellen Teil der Benachteiligung, der Diskriminierung ist die am meisten sozusagen ja, uns wehtut, ja, oder mir wehgetan hat, das in meiner Erinnerung. Also im Alltag, wie gesagt, das ist in allen Lebensbereichen der Gesellschaft, die wir Rassismus begegnen. Ich habe vorhin auf die Straße zum Beispiel als Beispiel genannt. Ich kann nicht zählen, wie oft ich auf der Straße gepöbelt wurde. Also gehst zurück in deinen Busch oder mit einem N-Wort zu beschimpfen, beschimpft zu werden. Also ich sage das Wort nicht ganz, weil wir von Rassismus und betroffenen Menschen oder wir schwarze Menschen, wir haben kollektiv gesagt, also wir reproduzieren diese rassistischen Begriffe, deswegen sage ich das N-Wort. Auch da sind Beschimpfungen, die wir tagtäglich konfrontieren. Auf der Straße, in der U-Bahn, im öffentlichen Verkehr, damals, du kommst zum Beispiel rein, nimmst du einen Platz. Also ist auch noch nicht mal so lange, dass ich reingekommen bin, habe ich einen Platz genommen, neben einem weißen Mann, der aufgestanden ist, ja, die schon wieder, und ist auf der anderen Seite gegangen, also ganz vorne gegangen, war kein Platz und ist einfach dort gestanden. Ja. Also die Rassismus-Erfahrung, die wir machen, es ist einfach, ja, alltäglich. Ich kann, ja. Ich kann die Beispiele weiter zitieren. Also, was ich gerade erzählt habe, ist ja das Leben damals als Geflüchteter, die ich gekommen bin. Also, Sie wissen, mittlerweile bin es nach meiner Erfahrung und berate ich meine Mitmenschen, die in gleichen Situationen sich befinden. Deswegen bin ich seit 2007 als einer der Sprecher der Bayerischen Flüchtlingsrat. Ja, also denn Rassismus-Erfahrung, die wir machen, ist nicht nur damals als Geflüchteter oder so, sondern als jemand, von Rassismus betroffen, als schwarzer Mensch, sage ich ganz direkt. Wir erleben es, ja, sag ich mal, wie ich es vorhin gesagt habe, in alle Lebensbereiche. Es hat nicht die gleichen Chancen im Arbeitsmarkt als mit weißen Menschen, sage ich direkt. Auf der Wohnungsmarkt ist das Gleiche und im Freizeit. Wenn ich ein Beispiel von Wohnungsmarkt nehme, es ist vielleicht habt ihr das erfahren, am 10., vergangenen 10. Dezember war ein Urteil von dem Gerichtsprozess, die ich durchgeführt habe, die ich gehabt habe in Augsburg, von einem Vermieter, der ganz klar gesagt hat oder in seinem Enzirat deutlich gemacht hat, dass er nur an Deutsche vermietet. Also ich habe die Wohnung beworben, ohne zu wissen, dass es eine kleine Anmerkung unten ist, dass die Person die Wohnung nur an Deutsche vermietet. Ja, auch da muss man anmerken, ja, es kommt darauf an, von seiner Definition von Deutsch sein. Ja. Ich konnte auch ein Deutscher sein. Ja. Meine Hautfarbe,
legt meine Identität ja nicht fest. Ja? Also es gibt schwarze Deutsche. Ja? Es gibt, ja, aber wie gesagt, der Vermieter hat eine ganz andere Vorstellung von Deutschsein und wollte seine Wohnung nicht an mir als schwarzer Mensch, für ihn als Ausländer vermieten. Zum Glück, ja, ich habe den Prozess gewonnen. Aber das ist kein Einzelfall, ja. Das ist kein Einzelfall. Das war dieses etwas deutlicher gewesen war. Wenn ich den Rassismus in Freizeit zum Beispiel im Nachleben als Beispiel nennen darf, wir haben ja nicht den gleichen Chancen. Nicht mal sozusagen, also, oder ich sag mal so, wir reden viel mehr über Integration. Von der Politik hören wir viel über Integration und so weiter. Aber wie kann Integration funktionieren, wenn wir immer sozusagen vor einer zugeschlossenen Tür stehen? Ja? Also Integration ist ja keine Einbahnstraße. Ja? Das ist eine gegenseitige Sache. Ja? Im Nachleben, als ich neu hier gekommen bin, habe ich die Situation nicht verstanden, weil mit diesem Lagerleben jeden Tag mit gleichen Menschen, mit gleichen Problemen zu sitzen, irgendwann verstehst du das Leben einfach nicht mehr. Ja? Dann denke ich, ja, an einem Freitagabend oder Samstagabend kann man eine anderen, ja, ein bisschen Luft, ja, sagt man, bekommen. Und da geht man in einen Disco, dann, ja, den Trauma geht ja da noch tiefer oder weiter. Ja. Am Anfang war es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich angekommen bin. Es war eine lange Schlange. Alle sind reingekommen, bis auf mich. Dann heißt es, nee, du darfst nicht rein. Und damals hatte ich ja gedacht, ja, vielleicht ist hier so in Deutschland, dass nur Weiße unter sich feiern dürfen. Und vielleicht muss ich noch herausfinden, wo ich auch feiern darf und kann. Ja, im Laufe der Zeit habe ich ja, feststellen müssen, dass es wir mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun haben, nämlich des Rassismus. Und deswegen habe ich damals die Aktion durchgeführt, den Testaktion durchgeführt. Wir haben in zwei Nächten 25 Diskos in München besucht. Von den 25 Diskos, wir, die zwei Personen, Testpersonen mit schwarzer Hautfarbe, konnten wir nur in fünf rein. Aber die fünf waren auch teilweise mit Diskussion. Aber trotzdem nach Diskussion, da wir rein dürfen, haben wir alle diese als positiv, ja, alle fünf als die positiven wahrgenommen. Also das bedeutet, wir wurden 80% abgewiesen. Ja. Und deswegen, danach habe ich gedacht, nee, also wenn das wirklich stimmt, dass wir in einem Rechtsstaat leben, ja, wenn wir auch hier Rechte haben, ja, dann gibt auch Rechtsstaat Mittel. Und deswegen habe ich rechtliche Schritte damals auch angeleitet und mehrere Disco-Betreiber vor Gericht gebracht, die es teilweise Recht bekommen haben. Also es zeigt einfach, dass, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, in allen Ebenen haben wir als Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung Erfahrung haben, als Geflüchtete einfach sehr, sehr schwer, ja, was um Rassismus und Diskriminierung. Also erstmal in Burkina Faso, ich war ein Sportler. Ich war sogar in der Nationalmannschaft von einem Leichtathletismus. Ja, ich war also professioneller Athlet. Ja. Ja. Aber als ich in Deutschland gekommen bin, also der Sport war mir sehr wichtig, aber ich stand einfach vor so vielen Problemen, dass ich das nicht mehr im Blick gehabt habe. Ja. Also hätte ich mich sehr gefreut, wenn ich einen Sportverein in München damals gefunden habe, wo ich mich da mitmachen dürfte. Aber es war leider nicht der Fall. Aber ich muss schon sagen, also wie gesagt, es ist etwa eine vertane Chance, aber das ist auch nicht meine Schuld, wie ich es vorhin gesagt habe. Also es hat einfach einen ganz anderen Probleme im Kopf, obwohl der Sport damals mir helfen konnte. Aber die Gelegenheit hat auch nicht gegeben.
die Gelegenheit hat auch nicht gegeben. Ich kann mich erinnern, als wir in dem Lager gewesen waren, habe ich oft einen Spaziergang gemacht und sehe in irgendeinem Sportplatz, dass Menschen Fußball spielen, gehe in der Nähe und stehe da und gucke ein. Aber den Kontakt sozusagen hatte ich ja auch nicht. Ja. Die Begegnungsmöglichkeiten waren nicht da. Ja. Ja, das hat mich sozusagen ja nicht ermöglicht, im Sportbereich in München, die ich sehr, sehr gerne getan hätte oder machen wollte, zu entwickeln oder da was. Ja, da wäre es wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Sportvereine zu den Geflüchteten kommen. Ja, das wäre sehr, sehr wichtig, weil viele, die neu hier gekommen sind, wie gesagt, wie in meinem Fall, sie sind konfrontiert an so vielen Hürden, Behördenhürden und Schikanierung von der Ausländerbehörde und so weiter. Und das ist auch in der letzten Zeit, dass bestimmte Asyllager im Innenstadt sind. Zum Beispiel in meiner Zeit, wir waren immer abgeschottet, also abseits des Staates und haben keinen Zugang zu den anderen. Und das zum Beispiel, damals wäre sehr wichtig für mich, das wäre sehr hilfreich für mich, wenn irgendein Sportverein zum Beispiel in unserem Lager zu Besuch gekommen wäre. Und uns zumindest zu sagen, bei uns gibt das, ja, die wir zum Beispiel mitmachen dürfen. Es war nicht der Fall. Aber es ist genauso auch bis heute in vielen Asyllager, also ich sage das ganz deutlich, Lager, ist das so schön zu benennen als Gemeinschaftsunterkunft, ja, wie die auf politischer Seite so schön gesagt wird. Es ist für mich ein Lager. Ja. Deswegen sage ich, es wäre super wichtig, dass die Sportvereine in Kontakt zu den Geflüchteten gehen. Da liegen so viele Potenziale da. Ja. Da liegen so viele Potenziale. Ja, niemand konnte mir nicht so auf die Straße sehen und wissen, das war ein professioneller Athlet zum Beispiel. Ja, ich hatte diese Leistungsfähigkeit, aber ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, in irgendeinem Sportverein oder so zu machen. Ich musste ja nicht nur als Sportathlet, ich habe ja auch Fußball zum Beispiel in Burkina Faso hier gespielt, neben den Athletismus. Ich habe Volleyball gespielt und so weiter. Also viele Möglichkeiten habe ich ja gemacht. Aber es war einfach nicht möglich, irgendwas in Deutschland. Es hatte einfach die Infos nicht. Und deswegen, es wäre super wichtig, wenn die Sportvereine aktiv den Menschen entgegenkommen, also zu den Menschen gehen. Und die Informationsmaterial auch fehlt. Ja? Die Informationsmaterial fehlt. Und vielleicht auch mit der Sprache. Ja. Man konnte das auch zumindest mit zwei, drei internationalen Sprachen wie Englisch und Französisch auch übersetzen und zum Beispiel in den Lagers, in die Asyllagers zu bringen. Ja. Dann können die Menschen zum Beispiel erfahren, in meiner Nähe gibt das, ja, wenn ich nicht was zu tun habe und vor allem, da viele in verdammten Nicht-Tun-Situationen sich befinden. Ja. Also wie viele sind mit Arbeitsverbot, ja, die einfach in den Lager sitzen und oft sozusagen nur mit Alkohol das Leben etwa leiden. Ja, das ist auf jeden Fall, weil die Begegnung ist sehr wichtig. Die Begegnung ist sehr, sehr wichtig. Und Sport lebt ja auch von Zusammenhalt. Ja. Ich kann in meiner Erfahrung mit vielen Menschen, die ganz anderen vorher ticken, ja, aber nach unserer Begegnung, nach unserer Unterhaltung, ja, dann merke ich eine Veränderung bei diesen Menschen. Und deswegen ist natürlich wichtig bei den anderen SportlerInnen, die keinen Kontakt mit Menschen zum Beispiel auf anderen Kulturen, ja, es ist wichtig, dass diese Begegnung zustande kommt. Es ist auch so, dass Rassismus fängt ja von Vorurteilen, ja, dann über Diskriminierung zu Rassismus, dann weiter zu dem Extremismus.
Ebene. Ja. Es ist der Mikrorassismus, den wir erleben oder die viele SportlerInnen auch haben, die vielleicht auch durch die Sozialisierung, ja, die sie ja, erfahren machen müssten oder die sie machen müssten. Das sagt man so. Ja. Also die Sozialisierung, versteht ihr, was ich meine? Ja, also die Sozialisierung, die wir zum Beispiel in Deutschland, Menschen in Deutschland haben, fügt ja auch nicht nur in Deutschland, in viele Ländern im Norden, macht ja schon, dass das, ja, man hat einen bestimmten Bild von anderen Menschen, die eigentlich nicht stimmt. Ja, also Sie können sich ja erinnern, dass es gang und gäbe in Deutschland, in den deutschen Schulen, wer hat Angst vom Schwarzen. Oder wie sagt man das richtig? Ja, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, ja. Ja, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, ja. Also, das war ja ein ganz normaler Dings bei Jugendlichen, bei Kindern und Jugendlichen noch nicht so lange in Deutschland. Also, wenn ich über die Sozialisierung spreche, ist unter anderem das. Wir wissen, dass der N-Wort ganz normaler Begriff sozusagen sogar in den Schulbüchern waren. Das meine ich auch mit der Sozialisierung, weil Kindern und Jugendlichen sind aufgewachsen mit solchen Sachen, solche rassistischen Begriffe, solche rassistischen Vorurteile anderen Menschen gegenüber und auch mit einem Schulsystem, die den anderen sozusagen ja, den negativen Seite der anderen hochhebt, aber den positiven Seite von sich selbst hochhebt. Das ist auch Teil von bestimmten Sozialisierung. Und wenn man damit aufwächst, dann ist es die Schuld der Person, dass diese Person keine Augenhöhe mit Menschen aus anderen Kulturen hat. Und diesbezüglich ist wichtig die Begegnung. Die Begegnung erfährt die Person, dass nein, eigentlich das Bild, das ich hatte, ist falsch. Das ist falsch. Also ich habe gerade das erfahren, was überhaupt nicht mit, was ich immer gehört habe, stimmt. Ja? Und deswegen werde ich wirklich ja, befürworten, die Begegnungsaktivitäten, die Begegnungsmaßnahmen, die zu Begegnungen führen, in Sportvereine ja, anzunehmen. Ja, Sport hat einen Bildungsauftrag, das ist klar. Und jeder Sportverein, der nicht verstanden hat, dass sie einen Bildungsauftrag haben, haben langfristig keinen Erfolg. Ein Sportverein, der Rassismus und Diskriminierung duldet, hat langfristig keinen Erfolg. Das ist eine Tatsache, ob man will oder nicht. Ist so, ja. Weil Sport ist keine, Sport lebt von Vielfalt, ja. Sport lebt von Diversität, ja. Und von daher, also dann ist wichtig und sofort klar zu verstehen und zu wissen, dass der Auftrag einfach nicht zu verbergen ist. Also den Fairplay zum Beispiel beim Sport, ja, es ist einfach das A und O. Fairplay zu sein, den Respekt einander gegenüber, das ist das Gegenteil sozusagen von Diskriminierung und Rassismus, ja, was Sport ausmacht. Von vielen anderen ja, gesellschaftlichen Sphären. Ja, und von daher also, ist klar, dass der Bildungsauftrag klar zu machen, dass Kindern und Jugendlichen mit einem respektvollen Umgang miteinander aufwachsen, ist einfach da sehr wichtig. Das ist die Leistung zählt. Ja? Also Sport ist gemeinsam gewinnen wir. Ja? Und zwar unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig von Haarfarbe, unabhängig einfach von Außenerscheinungsform. Ja? Also das ist gemeinsam agieren, gemeinsam schaffen. Ja? Und wenn Rassismus mittendrin ist, wenn Diskriminierung mittendrin ist, dann klappt es einfach nicht. Aber vielleicht noch ein Punkt, was auch immer so kurz vorkommt beim Sport. Es ist nicht nur die Vorurteile von SportlerInnen und auch von SupporterInnen, sondern auch systematisch
muss man auch beim Sport schauen, was da falsch läuft. Ja, wenn ich über Diversity rede, Sportvereine müssen sich ja auch die Frage stellen, also wie viele Menschen in Führungsebene oder in bestimmten Positionen sitzen, haben wir überhaupt eine Person, wo bestimmten kleinen SportlerInnen sich identifizieren können. Ja? Also Kinder und Jugendliche, die brauchen auch VorbilderInnen. Ja? Also, und von daher in der See, auch von Position hier, Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, sie haben einfach es schwer, ein bestimmtes Niveau zum Beispiel auch zu kommen. Sie haben aber die Fähigkeit dafür. Aber es fehlt einfach eine Bereitschaft, sozusagen diese strukturellen Benachteiligungen abzubauen. Und das Problem ist auch ganz stark beim Sport, in Sportvereinen zu sehen. Da ist auch ein wichtiger Punkt und für mich sehr elementar für die Sportvereine, wenn sie diesen Problem nicht wahrnehmen wollen und Korrektur vornehmen. Ja, mein Appell bleibt auch, wie ich es vorhin auch gesagt habe, also ich appelliere den Sportvereine aktiv und Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, geflüchteten Menschen Kontakt aufzunehmen, mit denen im Gespräch zu kommen, aber auch versuchen, in eigener Reihe uns Plätze aufzugeben. Wir haben die gleichen Fähigkeit, wir haben die gleichen Motivation und ich denke, Fairplay muss da auch sein. Zivilcourage zu zeigen, das Problem ist nicht nur, wenn ich selber Rassist bin oder rassistisch handelt, das Problem ist auch, wenn ich Rassismus sehe und nicht was tue, nicht was dagegen tue. Ja? Also die fehlende Zivilcourage, die wir leider merken, also ich hoffe bei vielen und ich appelliere wirklich, dass jeder versucht, Zivilcourage zu zeigen.